Здравствуйте. Алло. Ich wollte noch mal nach meiner Frau fragen. Nein, hier kam leider immer noch nichts Junges, Blondes und Weibliches vorbei. Könnten Sie mir vielleicht einen Schraubenzieher leihen? Ungarn. Wofür brauchen Sie ihn denn? Autopanne. Ich muss ein paar Schrauben nachziehen. Welches Profil und welche Größe? Ich hoffe, der Abdruck hilft bei der eindeutigen Identifizierung der Schraubensorte. Na also, fünfkantiges Sternenprofil. Sehr selten. Ein 20er müsste passen. Hier, aber bitte vor Schichtende zurückbringen. Selbstverständlich, Genosse. Spasibo. Auf Wiedersehen. Das Vidania. Der passt nicht rein. Ich löse die kurze Schraubendreherklinge vom Griff. Die austauschbare Schraubendreherklinge hat ein sternförmiges Profil. Der Griff des Schraubendrehers. Die kurze Schraubendreherklinge passt rein. Da passt nichts mehr rein. Halt! Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, Genosse. Ich nehme sie wieder mit. Ich leere die Brieftasche mal wieder aus. Passt perfekt. Potzblitz, es funktioniert. Jetzt kann ich mich hier verstecken. Na, endlich. Viel länger hätte ich es in dem engen Schacht nicht ausgehalten. Ich bin hier eingesperrt, aber das ist auch gut so. Schließlich will ich den versteckten Zugang finden. So, Genossen, jetzt nehme ich eure Sarkophage mal genauer unter die Lupe. Du willst gar nicht wissen, was die hier treiben, Fenton Paddock. Such einfach nur deine Tochter. Ich sollte mal den Gang dort drüben genauer unter die Lupe nehmen.
Gang führt in einen anderen Trakt. Vielleicht ist Gwen ja dort. Na sauber. Wie soll ich an denen bloß vorbeikommen? Jetzt oder nie. Da hängen Schutzanzüge und Gasmasken. Keine Spur von Gwen. Nur ein Lagerraum mit Kisten, Fässern und Regalen. Gwen! Gwen! Gwen, sag doch was! Was haben sie dir angetan? Ihr Puls rast und sie atmet sehr flach. Ich muss sie sofort losbinden und rausschaffen. Wenn ich Gwen hier rausschaffen will, muss ich sie erst von ihren Fesseln befreien. Verschlossen. Stapelweise Akten über unbekannte Krankheiten und merkwürdige Todesfälle. Ein Päckchen Zigaretten und ein kleiner Schlüssel. Ein Skalpell. Gwen, hörst du mich? Ich bring dich hier raus. Anna? Guter Wurf, danke. Ich war nicht so geschickt, als ich hier eindringen und zu euch stoßen wollte. Die haben mich erwischt. Was ist mit Gwen? Sie ist komplett weggetreten. Nicht ansprechbar. Man hat sie unter Drogen gesetzt. Wahrscheinlich ein Wahrheitsserum. Hoffentlich war die Dosis nicht zu hoch. Wir müssen sie sofort in ein Krankenhaus bringen. Sind Sie wahnsinnig? Die würden das sofort melden. Nein, es muss hier irgendwo das Gegenmittel geben. Na also, Sie oder ich? Geben Sie her! Das war's. Bald geht's ihr besser. Los, raus hier! Unser Zug in die Freiheit wartet nicht. Sie hat immer noch sehr hohes Fieber. Hey, wie geht's dir? Papa? Was? Ich dachte... Psst, bleib liegen, Schatz. Anna? Ich hab deinen Vater hergebracht. Allein hätte ich dich nicht befreien können. Hier, trink das. Weißt du, was diese Leute von dir wollten? Anna! Ist schon okay. Die haben immer nach dem Wikingerkästchen gefragt. Ich sollte alles genau beschreiben. Die Verzierungen, die Runen. Aber ich konnte das nicht so gut. Da haben sie mir Spritzen gegeben. Warum interessiert sich der KGB für ein Artefakt aus der Zeit der Wikinger? Vielleicht steht ja hier was dazu drin. Ist dem Arzt heute wohl irgendwie aus der Tasche gefallen. Darf ich mal sehen? Komm, mein Schatz. Du musst versuchen zu schlafen. Wotan, ich wusste es. Was? Das Projekt der Nazis, an dem der KGB jetzt weiterarbeitet. Die Schatulle ist der Schlüssel zur Kraft der Götter. Woher zum Teufel wissen Sie das eigentlich alles? Mein Vater war Oskar Brunner. Vor dem Krieg arbeitete er als Physiker für einige Zeit am Nobel-Institut in Stockholm. Dort hat er die Schatulle entdeckt und nach Deutschland gebracht. Im Laufe seiner Forschungen in der Rüstungsindustrie stieß er auf ein Geheimnis, das in seinen Augen auch auf ewig ein Geheimnis bleiben sollte. Lassen Sie mich raten. Die Kraft der Götter. Auf der Schatulle fand er Reste einer unbekannten Substanz. Mein Vater wollte um jeden Preis verhindern, dass sie in die Hände der Nazis gelangt. Diese Entscheidung musste er mit seinem Leben bezahlen. Es scheint, Sie sind nicht nur Nazi-Jägerin und Agentin.
sondern auch eine sehr talentierte Geschichtenerzählerin. Was soll's? Meine Tochter ist in Sicherheit und das böse Kästchen wurde zerstört. Zeit, nach Hause zu gehen. Kennen Sie die Geschichte von der Schatulle der Neuen Welten? Nie gehört. Thor hatte die angeblich bei sich, als er nach Midgard zu den Menschen kam. Gibt's neuerdings Unterricht in nordischen Legenden? Meine Mutter ist spurlos verschwunden und mein Vater ständig in irgendwelchen Kriegen. Da hat man viel Zeit zum Lesen. Die Verzierungen auf der Schatulle sollen eine Art Karte darstellen, die zu Thors Heimat führt. Asgard, Sitz der nordischen Götter. Ich bin davon überzeugt, dass unser Wikingerkästchen eben diese Schatulle der Neuen Welten war. Na und? Die Schatulle wurde zerstört. Sie erinnern sich? Stimmt. Aber es gibt da jemanden, der uns vielleicht helfen kann. Professor Edward Langtry. Ein Landsmann von Ihnen, damals Kryptologe an der Militärakademie in Sandhurst. Er bat meinen Vater um Fotos von der Schatulle. Offenbar wollte er die Runen entschlüsseln. Sie wollen nach Sandhurst? Da kommen Sie nicht rein. Ich nicht, aber Sie. Ich sagte doch, dass die Sache hier für mich erledigt ist. Ich kann froh sein, wenn man mich nicht als Deserteur an die Wand stellt. Überlegen Sie doch. Wenn wir Erfolg haben, dürfte Ihre Regierung Sie in allen Ehren und mit einer stattlichen Abfindung in den Ruhestand entlassen. Dann hätten Sie auch endlich viel, viel Zeit für Gwen. Und ich viel weniger Zeit zum Lesen. Aber okay, ich bin dabei. Moment mal, junge Dame. Willst du mich schon wieder abschieben? Aber Gwen... Das könnte gefährlich werden. Wolltest du das sagen? Ich wurde entführt, ins KGB-Hauptquartier gebracht und gefoltert. Sehr viel schlimmer dürfte es mit dir zusammen kaum kommen, oder? Außerdem kannst du mich so immer im Auge behalten und auf mich aufpassen. Wo ihre Tochter recht hat, hat sie recht. Ich finde, Gwen ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie könnte uns mit ihrem Wissen eine große Hilfe sein. Und ab und an vielleicht auch nützliche Dinge wie Notizbücher organisieren. Na schön, von mir aus. Was kann ein Mann gegen zwei solche Frauen schon ausrichten? Dann los, wir sollten keine Zeit verlieren. Auf nach Asgard. Es gibt hier eine undichte Stelle. Ich werde den Verantwortlichen finden und zur Rechenschaft ziehen. Aber ich würde mich niemals einem direkten Befehl widersetzen, Genossin. Bitte, ich verbürge mich für meinen Assistenten. In diesem Fall müssen Sie der Verräter gewesen sein, Doktor. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Genosse. Ab sofort leiten Sie dieses Labor. Und ich habe da auch noch etwas für Sie. Damit Sie nie vergessen, wofür Sie arbeiten. Frau Genossin, es reicht. Wenn Sie nicht innerhalb von 10 Tagen die gewünschten Ergebnisse vorlegen, ist Wotan Geschichte. Und Ihre Karriere vermutlich auch. Das Politbüro sitzt mir bereits im Nacken. Und mein Interesse, mir für Ihre Inkompetenz einen längeren Urlaub in einem sibirischen Gulag einzuhandeln, hält sich in sehr engen Grenzen. Ich werde meinen Kopf jedenfalls nicht hinhalten. Vorher rollt nämlich Ihrer. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Wie angenehm. Jetzt ist mir klar, warum Professor Langtry vom verregneten England hierher gezogen ist. Wohl kaum wegen des milden Klimas. Ohne meinen legendären Charme und den exzellenten Kontakten hätten wir seiner gut verwischten Spur nie folgen können. Versteckt sich der Professor hier? Zumindest ist er komplett von der Bildfläche verschwunden. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Wir könnten einfach die Leute fragen. Ich werde zuerst mal bei den örtlichen Behörden mit meinem Dienstausweis Eindruck schinden. Aber dazu brauche ich Ihre Unterstützung. So? Manchmal sind weibliche Vorzüge sehr hilfreich. Vorzüge? Er meint Reize. Sie finden also, ich verfüge über weibliche Reize? Nun ja, zumindest über mehr als ich. Ich unterbreche Erwachsene ja nur ungern, wenn sie sich unterhalten. Aber ich bin müde und Durst habe ich auch. Also, das schaffen wir wahrscheinlich ausnahmsweise auch mal ohne deine geschätzte Mithilfe. Hier hast du Geld. Geh in den Pub dort drüben, kauf dir eine Limonade und warte da auf uns. Okay. Ach, Gwen. Ja? Nichts.
Viel Spaß. Sag mal, junge Dame, du bist doch nicht etwa ganz allein hier. Nö, aber Behördenbesuche langweilen Mädchen in meinem Alter ziemlich. Mein Dad ist nämlich zum Rathaus gegangen, weil er jemanden sucht. Jemanden von der Insel? Ja, Professor Langtree. Kennen Sie den? Leider nein. Ist zumindest kein Stammgast. Ich bin aber auch noch nicht so lange hier. Hab den Pub erst vor kurzem von meinem Onkel geerbt. Aber das hier ist ein kleines Nest. Hier kennt eigentlich jeder jeden. Das habe ich Daddy ja auch gesagt. Dann werde ich mich einfach mal ein bisschen im Hafen umhören. Ja, tu das. Verlaufen kannst du dich hier auf jeden Fall nicht. Fotos von mehr oder weniger prominenten Gästen des Pubs. Ich kenne nur diese Sängerin hier und den Sportler da. Fotos von mehr oder weniger prominenten Gästen des Pubs. Ich kenne nur diese Sängerin hier und den Sportler da. Darf ich Sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Ist Ihnen vielleicht noch was zum Professor eingefallen? Leider nicht. Frag mal die Alteingesessenen im Hafen. Die müssten dir helfen können. Das ist eine ziemlich beeindruckende Autogrammsammlung, Sir. Vor dem Tod meines Onkels haben sich eine Menge berühmter Leute hier ihr Pein schmecken lassen. Gott hab ihn selig. Ich musste versprechen, die Sammlung zu hüten wie meinen Augapfel. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Fotos von mehr oder weniger prominenten Gästen des Pubs. Ich kenne nur diese Sängerin hier und den Sportler da. Und wen frage ich jetzt zuerst nach Professor Langtree? Tag. Ahoi, Mindern. Kennen Sie einen Professor Langtree? Er soll hier leben. Ein leibhaftiger Professor? Hier in St. John? Ich kenne nur Dr. Higgins, der beste Arzt auf dieser Insel und der trinkfesteste. Tja, den suche ich leider gerade nicht. Warte mal, sagtest du Langtree? Ja. Aber natürlich. Der aussieht wie dieser berühmte Filmstar, oder? Was? Keine Ahnung. Woher? Stand in der Zeitung. Als die hier diesen Film gedreht haben, hat jemand bemerkt, dass ein gewisser Langtree aus St. John dem Hauptdarsteller wohl verblüffend ähnlich sieht. Was Sie nicht sagen. Diese Zeitung. Haben Sie die zufällig noch? Nein, Zeitungen hebe ich nie auf. Die Haltbarkeit von Nachrichten liegt deutlich unter der Fische, die ich darin einwickle. Schade, aber nachvollziehbar. Kennen Sie vielleicht den Titel des Films, der hier gedreht wurde? Oder den Namen des Hauptdarstellers? Nein und nein. Tut mir leid, Mindern. Der Professor sieht also aus wie der Hauptdarsteller des Films, der hier gedreht wurde. Ei, so stand's in der Zeitung. Der Professor sieht also aus wie der Hauptdarsteller des Films, der hier gedreht wurde. Ei, so stand's in der Zeitung. Dann bis später, Captain. Ei. Leider ist das hier kein Badeurlaub. Hallo und einen guten Tag. Hi, Sweetheart. Was darf's denn sein? Sagt Ihnen der Name Langtree etwas? Langtree? Nein, nicht wirklich. Haben Sie was von den Dreharbeiten mitbekommen? Dreharbeiten? Hier in St. John? Wann soll das denn gewesen sein? Nein, das ist wohl komplett an mir vorbeigegangen. Um nochmal auf Langtree zurückzukommen. Sorry, nie gehört. Ich muss dann mal wieder. Bye, Sweetheart. Guten Tag. Haben Sie einen Moment Zeit? Eine kurze kreative Schaffenspause kann sicher nicht schaden. Wie kann ich dir helfen? Kennen Sie einen Professor Langtree? Langtree? Nie gehört. Lebt er hier? Ja. Dann müsste er mir eigentlich schon mal über den Weg gelaufen sein, denn ich habe hier schon ziemlich jeden Quadratzentimeter gemalt und beobachte die Leute dabei sehr genau. Leider bleibt's meist beim Beobachten. Zu einem Gespräch kommt es eher selten. Daher fehlen mir oft die Namen zu den Gesichtern.
Ja, schon komisch, ja? Das heißt, Sie kennen den Professor möglicherweise vom Sehen? In der Tat. Wenn du ein Foto von ihm hättest, könnte ich dir vielleicht helfen. Wussten Sie, dass hier in der Nähe ein Film gedreht wurde? Ist noch gar nicht so lange her. Was du nicht sagst. Nein, das wusste ich nicht. Bis später. Wiedersehen. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stillleben malt er auch sehr hübsche Porträts. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Ja, Kindchen. Ich suche Professor Langtree. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finden kann? Es tut mir leid, Kindchen. Ich kenne deinen Professor Langtree nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über Dreharbeiten, die hier stattgefunden haben? Aber natürlich, Kindchen. Tatort Jersey ist schließlich einer meiner Lieblingskrimis von Agnes Beckford. Allerdings sollte man aus guten Romanen keine schlechten Filme machen. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle in dem Film spielt, oder? Kindchen, ich gehe nicht ins Kino. Diese Stars und Sternchen interessieren mich nicht im geringsten. Der Film, der hier gedreht wurde, heißt Tatort Jersey? Das ist richtig, Kindchen. Ich wollte nur noch mal nach Professor Langtree fragen. Wie ich dir schon sagte, diesen Namen habe ich noch nie gehört, Kindchen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Bedauere, ich bin kein großer Kinofreund. Sie zeichnen auch Porträts? Ja, schnell und leicht verdientes Geld. Ich hätte gern eins von mir. Sehr gern. Wenn du 5 Pfund und 20 Minuten deiner Zeit erübrigen kannst. Na klar. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll, danke. Haben Sie wirklich gut hinbekommen. Bis später. Wiedersehen. Ich finde, der Maler hat mich ziemlich gut getroffen. Der Geldbeutel der komischen Lady. Wie kommt der denn in meine Tasche? Der Geldbeutel der komischen Lady. Wie kommt der denn in meine Tasche? Hallo. Hi. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Was für eine Frage. Den habe ich mir gleich zum Filmstart im Kino angeschaut. 3-mal hintereinander. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle gespielt hat. Natürlich, Sweetheart. Wie könnte ich das nicht wissen? Trevor Byrne. Ein großartiger Schauspieler. Und so gut aussehend. Ich muss mir den Film noch mindestens 3 weitere Male anschauen. Danke, damit haben Sie mir sehr geholfen. Die Hauptrolle in Tatort Jersey spielt Trevor Byrne, stimmt's? Stimmt genau, Sweetheart. Was für ein Mann. Ich liebe ihn. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich muss dann mal wieder. Bye, Sweetheart. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stillleben malt er auch sehr hübsche Porträts. Hallo. Hallo. Wissen Sie, wer Trevor Byrne ist? Nicht, dass ich wüsste. Wohnt er auch hier in St. John? Nein, er ist Filmschauspieler. Bis später. Wiedersehen. Hallo. Ach, du schon wieder, Kindchen. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Der Name sagt mir nichts. An welcher Bühne spielt er denn, Kindchen? An keiner. Er ist Filmschauspieler. Film? Kein Wunder, dass mir der Name des Herrn nicht geläufig ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ahoi, Captain. Ahoi, Lüttesprotte. Der Krimi, den Sie hier gedreht haben, Tatort Jersey, haben Sie den angeschaut? Nein, Mintern. Ich mach mir nichts aus Filmen. Bin lieber an der frischen Luft. Dieser Schauspieler, Trevor Byrne, der aus dem Film, der hier gedreht wurde, wie sieht der eigentlich aus? Woher soll ich das wissen? In der Zeitung war noch kein Bild von ihm. Und Filme schaue ich mir nicht an. Dann bis später, Captain. Hi. Hoffentlich kommen Dad und Anna bald wieder. Darf ich Sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Wussten Sie, dass letztes Jahr hier ein Film gedreht wurde? Nein, da habe ich noch auf dem Festland gewohnt.
Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Oh ja, der läuft hier gerade im Kino. Wissen Sie vielleicht, wer darin die Hauptrolle spielt? Leider nein. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Sicher, junge Dame. Dort hängt ein signiertes Foto von ihm. Er war mal als Gast hier, aber lang vor meiner Zeit. Ich wollte fragen, ob ich mir wohl kurz das Foto von Trevor Byrne borgen darf, Sir. Um Himmels Willen, nein, junge Dame. Das sind einmalige Sammlerstücke. Es wäre auch nur für ein paar Minuten. Ich bring's dann sofort zurück. Nicht mal für eine Sekunde, junge Dame. Mist, sowas Doofes. Ich wollte fragen, ob ich mir wohl kurz das Foto von Trevor Byrne borgen darf, Sir. Um Himmels Willen, nein, junge Dame. Das sind einmalige Sammlerstücke. Es wäre auch nur für ein paar Minuten. Ich bring's dann sofort zurück. Nicht mal für eine Sekunde, junge Dame. Mist, sowas Doofes. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Ein Foto von Trevor Byrne. Glück muss man haben. Hey, junge Dame. Du willst mich doch nicht etwa bestehlen. Nein, Entschuldigung. Ich wollte mir das nur kurz ausborgen. Auf keinen Fall. Häng das sofort wieder hin. Die Gelegenheit ist günstig. Ich vertausche mein Porträt mit dem Foto von Trevor Byrne. Eine Autogrammkarte von Trevor Byrne. Angeblich hat Professor Langtree große Ähnlichkeit mit diesem Schauspieler. Könnten Sie sich bitte mal das Foto hier anschauen? Ist das dein Professor? Nicht ganz. Das ist ein Schauspieler. Aber Professor Langtree soll ihm sehr ähnlich sehen. Hm, jetzt wo du es sagst, das muss dieser Mann sein, der jeden Nachmittag herkommt, um Besorgungen zu machen. Mit seinem Ruderboot liegt er immer da drüben am Kai an. Heute war er noch nicht da. Du musst also nur hier auf ihn warten. Vielen lieben Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Dann bringe ich jetzt das Autogramm von Trevor Byrne besser wieder an seinen angestammten Platz. Mein Porträt brauche ich nämlich noch. Und dann warte ich, bis Professor Langtree kommt. Ui, was ist denn jetzt los? Mir ist auf einmal so schwindelig und übel. Ob ich den langen Flug nicht vertragen habe? Professor Langtree? Ja? Mein Name ist Anna Brunner, Oskar Brunners Tochter. Sie erinnern sich doch an meinen Vater? Er hat Ihnen damals Fotos von der Schatulle der Neuen Welten geschickt. Kommen Sie mit, wir rudern zu meinem Domizil. Dort können wir ungestört reden. Ich übernehme das, Sir. Wo ist die Schatulle? Sie wurde zu meinem großen Bedauern zerstört. Aber ich konnte die Forschungsergebnisse meines Vaters retten. Er hatte an den Verzierungen eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt. Aha, das erinnert mich an eine Passage aus der Edda. Gott Thor bringt in der Schatulle der Neuen Welten die Kraft der Götter zu den Menschen. Warum haben Sie meinen Vater um diese Fotos gebeten? Woran haben Sie geforscht? Ich wollte anhand der Fotos die Runentexte auf der Schatulle entziffern. Dabei fand ich aber noch etwas anderes. Eine Karte, nicht wahr? Richtig, mein Kind. Eine erstaunliche Entdeckung. Gibt es doch kaum überliefertes Kartenmaterial aus dieser Zeit. Auch die Runen selbst waren ungewöhnlich. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Ich konnte sie zwar entziffern, aber der Text ergab keinen Sinn. Als ob er verschlüsselt worden wäre. Nur der Begriff Asgaror war klar und deutlich zu lesen. Asgard. Eine Karte, die den Weg nach Asgard weist. Ich wusste es. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich hole die alten Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer. Und, wie fühlst du dich? Ganz okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Meine Güte, du hast ja bestimmt seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. Mal schauen, was ich hier so finden kann.
So, hier. Ich hoffe, es schmeckt. Hey, mein Leibgericht. Wusste gar nicht, dass man sowas bei der Army lernt. Und ich wusste gar nicht, dass du mal nichts weißt. Hier, Dad, für dich. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, Schatz. Du hast es nicht vergessen. Hey, danke. Naja, ich dachte, für deinen ersten Geburtstag, den wir zusammen feiern, muss es schon was Besonderes sein. Das ist, damit du mich immer bei dir haben kannst. Ach, Schatz. In Zukunft ist hoffentlich immer die echte Gwen bei mir. Das ist alles, was ich über die Schatulle herausfinden konnte. Was ist das? Zuerst dachte ich, es sei Teil der Verzierungen. Aber dann fiel mir auf, dass es genau in die kreisrunde Vertiefung auf der Schatulle gepasst haben muss. Es markiert bestimmte Runen und dient vermutlich zum Entschlüsseln des Textes. Leider ist es zerbrochen. Die andere Hälfte fehlt. Die hier? Wo hast du das her? Es lag in der Schatulle. Faszinierend, es passt. Jetzt kann ich den Text auf der Schatulle endlich entschlüsseln. Das wird aber ein Weilchen dauern. Kein Problem, dann sollten wir uns so lange aufs Ohr legen. Ich denke, wir können alle eine Mütze voll Schlaf brauchen. Daddy? Ich bin hier, Schatz. Wann kommt Mom nach Hause? Gwen, du zitterst ja. Mir ist kalt. Ich mach dir einen schönen heißen Tee. Kann doch nicht so schwer sein. Was brauche ich zuerst? Nein, so wird Tee nicht gekocht. Wie war das nochmal mit der richtigen Zubereitung? Als Brite muss man so etwas im Schlaf können. Hier, mein Schatz. Danke. Daddy, Mom fehlt mir. Ja, mir fehlt sie auch. Ach, wenn doch nur alles wie früher wäre. Wenn wir das hier hinter uns haben, werde ich nur noch für dich da sein. Versprochen. Ich hab's geschafft. Mit dem Schlüssel war es ganz einfach. Und? Sie werden es nicht glauben, aber die Schatulle wurde aus dem Holz Yggdrasils geschnitzt. Und die Runen beschreiben tatsächlich den Weg zu den Wurzeln des Weltenbaums, Asgard. Die Erwähnung Yggdrasils und vor allem die Karte zu seinen Wurzeln ist aus historischer Sicht sensationell. Bisher gibt es kaum schriftliche Überlieferungen oder kartografische Darstellungen der Wikinger. Nach meiner Theorie hat die Kirche im Zug der äußerst brutalen Christianisierung Skandinaviens alle Karten und Schriften gehortet, um zu verhindern, dass irgendjemand anderes Zugriff auf dieses unschätzbare Wissen erhält. Leider lässt sich der Weg nach Asgard durch die Schatulle allein nicht erschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Abtei auf Gotland, wo man die Schatulle gefunden hat, auch die fehlenden Hinweise verborgen wurden. Es besteht zumindest eine gewisse Chance. Werden Sie uns begleiten? Nein. Und ich sage Ihnen auch wieso. In den verschlüsselten Texten habe ich eine sehr seltene Rune entdeckt. Und? Ich fürchte, sie ist Verheißung und Warnung zugleich. Sie kann für das Elixier des Lebens stehen, aber auch für... Ja? Ragnarök. Der Weltenbrand. Passen Sie gut auf sich auf. Na, das nenne ich mal eine Ruine. Ich bezweifle stark, dass wir unter all diesen Trümmern brauchbare Hinweise finden. Vielleicht doch. Ich habe mir auf der Überfahrt die Aufzeichnungen des Professors mal genauer angeschaut. Dabei bin ich auf ein paar sehr interessante Fakten gestoßen. Hört, hört. Es waren 5 Mönche, die diese Abtei im 13. Jahrhundert gegründet haben. Während des Baus sind sie auf ein Hügelgrab der Wikinger gestoßen. Wenige Jahre später kam es zu einem unerklärlichen Massensterben unter den Bauern der Umgebung. Nur die Mönche blieben davon verschont und erreichten alle ein sehr hohes Alter. Nach deren Tod wurde die Abtei aufgegeben und geriet in Vergessenheit. Erst vor gerade mal 20 Jahren sind hier Archäologen aufgekreuzt
und haben beim Buddeln die Schatulle entdeckt. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich leider nicht. Würden die Damen die Güte haben, mich einzuweihen? Die Archäologen haben bisher kein Grab gefunden, Gwen. Erinnerst du dich, was der Professor über die Christianisierung Skandinaviens erzählt hat? Wenn das Wikingergrab so bedeutend ist, wie wir vermuten, haben es die Mönche sicher gut verborgen. Korrekt. Irgendwo unter dem Gelände der Abtei muss sich das Grab des Trägers der Schatulle befinden. Und die Mönche haben es bewacht bis in den Tod. Sekunde. Träger der Schatulle? Ihr sprecht von Thor, oder? Wir suchen hier Thors Grab? Genau, Thors Grab. Gotland ist die Insel der Götter. Wo sonst könnte also ein Gott der Wikinger bestattet sein, wenn nicht hier? Und Thors Grab wird uns den Weg nach Asgard weisen. Da bin ich mir sicher. Gwen, du kannst mir bei der Untersuchung der Säulen helfen. Okay, dann schaue ich mich hier so lange mal gründlich um.